Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde von Ghost of Tsushima. Und wir gehen wieder in den Kartenmodus. Wir müssen mal gucken. Wir haben ja hier ein paar Geschichten, die wir hier erledigen müssen. Die große Reise, die wir haben. Da sind wir schon gut bei. Wir müssen noch eine Schmiede, ein Werkzeug zum Erklimmen von Burg Kaneda. Das ist eine der Hauptquesten. Dann haben wir hier aktive Geschichten. Da sind einige dabei, die wir uns auswählen können. Einmal eine Reihe, ne? Eine Kenny-Geschichte. Was haben wir hier? Das Oberhaupt 2 von 9. Also gibt es einiges. Weiß ich nicht, ob man den Strang durchziehen sollte mal. Vielleicht ist es doch gut, wenn man vielleicht... Oder aber die führen uns durch die Geschichte durch. Durch die Hauptstory mit. Der Wert von Sake. Die Mongolen greifen die Kisaki-Sake-Brauerei in Atsamo an. Dort wird der beste Sake von ganz Tsushima gebraut. Ich lasse nicht zu, dass die Mongolen uns das nehmen. Sprich mit der Frau. Das könnte funktionieren. Wobei, warte mal, haben wir hier noch irgendwas? Ne, sind alles niedere. Mal gucken, wo müssen wir denn da hin? Da können wir sogar relativ schnell reisen, hier rüber und laufen dann darüber. So. So, Wind geht nach da. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder gucken. Little Bird. Na, nicht hängen bleiben. Oh, jetzt ist er weg. Oh, da ist er. Ich glaube, der führt uns dahin, wo wir hin müssen. Ist wahrscheinlich wieder ein geheimes Camp irgendwo. Ja. Super. So, lass mich mal kurz gucken. Also, wir haben Schlag. Okay, wir haben Schlag. Wir können die Haltung ändern und haben Schlag. Da können wir bestimmt noch ein paar mehr Haltungen damit ändern. Ah ja, wir haben jetzt 5 von diesen Kullern. Pfeile voll. Namenblüternamen. Ich gucke mich erstmal kurz um. Und 3 da. So, haben wir hier was? Pfeile auf alle Fälle. Hier sind viele Pfeile. Viele Pfeile. Halt, zurück. Wow, ist da ein Gewitter da draußen? Wir reden mal mit der Frau. Ist alles in Ordnung? Darf ich euch auf eine Tasse Tee einladen? Tee. Ist das nicht die berühmte Kisake-Brauerei von Asamo? Bitte. Hier entlang. Der Wert von Sake. Ja, Bonfire, ne? oder andernorts zum Speichern. Entschuldigt, mein Herr. Ich konnte dort nicht frei sprechen. Ach so. Die Mongolen könnten es hören. Die Mongolen waren hier? Die trinken hier alles leer. Sie haben guten Geschmack. Kisake ist der Stolz von Tsushima. Im Gegensatz zur Pferdepisse, die sie saufen. Ich glaube, es ist Stutenmilch. Ist da ein Unterschied? Wann kommen sie wieder? Bald. Versteckt euch und die Arbeiter. Ich kümmere mich um sie. Finde einen Ort für einen Hinterhalt. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt finden. Hergehört. Kommt alle her. Wir müssen hinter die Brauerei. Uns niemand sieht, unser Freund hier, wird unsere Beziehungen zu den Mongolen neu verhandeln. Moment, wo soll ich hin? Ach, da muss er hin. Die sollen... Halt. Bambus, meins.
Sakeniha, Tuduirle. Mole Hamdat, Yavitskai. Vi Durvon Durin Terek Hurim Jessen. Attack the key, Garadi. Kommt her und kämpft! Chamar Achdoru Chinya Volna. Oi, oi, oi. Oh. Was ist hier los? Was? Ey, was ist denn hier? Jetzt ist aber gut. Da ist ja noch einer. Kommt der hier? Noch jemand? Noch jemand? Oh, wow, wow, wow. Es wird spannender. Es wird spannender. Gut gemacht, mein Herr. Es hat keiner gesagt, dass es leicht werden würde. So. Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sake trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr. Der Wert von Sake. Abgeschlossen.
Wir sammeln uns jetzt mal die Technikpunkte. So 2, 3 wären ganz gut. Talisman der Entschlossenheit, der Nützlichkeit, okay. Was macht ihr? Talisman der... Ist jetzt komischerweise ausgerüstet? Hä? Ah ne, alles gut. Entschlossenheitsgewinn, was auch immer Entschlossenheit macht. Ich habe keine Ahnung. Sehr schön, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch als hübsche Aufgabe? Offene Rechnung. Da unten müssen wir hin. Haben wir einen Schnellreisepunkt? Hier. Das ist hier Wasser, ne? Wir können leider hier nicht mit einer Schnellreise hin. Okay. Machen wir es hier. Ey, ich hab geblockt. Ich hab geblockt, Mann. Ach so, ich bin im falschen... Diesmal. Hat sich irgendwie der Schwierigkeitsgrad geändert? Wahrscheinlich aus der Übung, deswegen. Was? Sind auch ein paar. Stellt euch! Ja, ob das so gut war, was ich gerade gemacht habe. Jage da los zum Boxen. Was? Müssen wir mal noch in die Richtung? Oh, falsche Taste. Da lang muss man, okay.
Ist das hier was? Nein, ist nichts. Nur eine Mütze. Das sind zu viele Wachen. Wir haben keine Chance. Wir müssen etwas tun. Ja, ich bin da. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Okay, helft uns im Kampf. Ich komm mit. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährdet. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. Offene Rechnung. Okay, wir müssen das jetzt wieder rein. Moment. So. Okay, oben sind keine Wachen. So, befreie die Dorfbewohner, töte die Mongolenanführer, befreie die Dorfältesten. Muss ich die vorher befreien, oder? Nee, wir fordern keinen heraus, es gibt hier bloß Stress. Wir sollten warten, bis wir hier die Wache ausschalten können. Schade, dass wir die Leichen nicht bewegen können, ja? Vielleicht können wir die eine Wache, wenn sie sich gleich umdreht, dann mitnehmen. So, jetzt zum Beispiel. Und somit sicherstellen, dass er uns nicht in die Quere kommt. Eine Wache, die da lang läuft, die stellt sich jetzt dahin. Das Problem ist, ich muss wahrscheinlich erst den da Wenn ich ihn da umbringe, werde ich gesehen, mit ziemlicher Sicherheit. Von dem Anführer. Aber wenn er da steht, könnte ich ihn erwischen, ohne dass jemand stutzig wird. Hoffe ich mal. So viel zu nicht stutzig werden. Oh.
Oh, ich habe keine. Okay, ich habe einen neuen Kampfstil. Windkampfhaltung. Ist sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Muss ich die gleich nehmen? Speerbrecher für einen Taifuntritt. Achso, siehst du, ich habe ja. Okay, die sind zum Glück immer gleich. Gedrückt halten und dann Tipp, Tipp. Ah, muss ich mir merken. Okay. Den nehmen wir jetzt aber noch nicht. Aber guck mal, der Taifunschritt stoßen deinen Gegner weiter zurück und fügen Schaden zu. Was mache ich dann? Wie löse ich den aus? Ach komm. Wie mache ich den Tritt? Jetzt mal im Ernst, wie mache ich den Tritt? Schwerer Springen, Attentat. Spieler heilen, blocken. Wie mache ich denn den Tritt? War das nicht blocken? Es war doch genau in punktiert blocken. Das irritiert mich gerade, dass das nicht geklappt hat. So, sind die jetzt weggerannt? Die sind weggerannt, ne? Die sind nicht abgeschlachtet worden. So, jetzt können wir uns den Einzelnen hier vornehmen. Und könnten hier nach oben klettern. Müssen es wahrscheinlich auch. Kann ich wieder die Dachluke zurück, ja, ne? Ja. Was wollt ihr? Just, das war schlecht. Warum blockt ihr denn nicht? Ja, ich weiß, dass der Sperrkampf-Dingsbums da. Ich. Ja, doch. Ich mach's doch schon. Okay, wenn die Wache weg ist, rennen die weg. Das ist gut. Ja!
So, haben wir hier noch irgendwas Hübsches drin? Können wir was mitnehmen? Manchmal ist es ein bisschen zu dunkel, habe ich das Gefühl, oder? Also das Spiel mag es sehr gern düster. Damit wir auch im Verborgenen agieren. So, wir haben noch die da oben. Ich glaube, da kommen wir am besten. Ne, so kommen wir nicht ran. Zeig, wie man japanischen Stahl macht. Oder fällt ihr Kopf an mongolisches Schwert. Gibt's hier eine Luke? Nee, leider nicht. Boah. Lass mich gehen. Ich verrate nichts, versprochen. Von der anderen Seite. Vielleicht. Ja. Nicht. Sehr gut. Okay, der kann noch nicht abhauen. Das kriegen wir aber hin. Oh, es wird hell draußen, oder? Oder ist es nur, weil wir jetzt in dem dunklen Raum sind? So, wir haben einen unten hier in dem Raum. Zwei sogar. Und den kriegen wir auch noch. Sehr gut. Huch. Dass die uns noch nicht gesehen hat. Aber jetzt sieht er uns nicht mehr. Das war aber gerade Glück. So, wo haben wir noch welche? Da hinten. Die da hinten brauchen wir aber gerade nicht, ne? Wir müssen da oben hin. Müssen bloß aufpassen, dass wir hier nicht gefunden werden. Der ist im Haus, der stört jetzt gerade nicht. Der ist da oben. Wer hat uns gerade gesehen? Der brüllt was zusammen. Nimm nicht im Hut so, hä? Gut, ich beschwert. Ja. Nein, es ist nicht sicher. Mein Herr, befreit mich bitte. Na klar. Stillhalten. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Bitte befreit Izumi, unseren Schmied. Die Mongolen halten ihn in einem der Häuser fest.
Wir haben erst einen Mongolenanführer. Oh Gott, das ist, glaube ich, was Längeres jetzt hier. Aber naja, das kann vielleicht nicht schaden, ne? Ja, okay, danke, danke für die Info. Auf Wochenende machen sie das. So, da hinten ist doch was. Die können wir, glaube ich, befreien, ohne gesehen zu werden, oder? Mein Herr! Hier ist es nicht sicher. Lauft! Da sind noch ein paar Käfige. Vorsichtig. Ich könnte mal probieren. Hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Danke, mein Herr. So, weg. So. So, müssen wir da durch? Nee, das ist... Hier geht's bloß raus, ne? Wobei, nee, da geht nicht nur raus. wir haben ja noch einiges zu tun. Wir haben da auf der linken Seite irgendwo einen übersehen. Da, in die Richtung, hä? Ja, zwei sogar. Aber dann nehmen wir erstmal die Sachen mit, die wir hier gleich um die Ecke haben. Wir haben da oben Geiseln. Werft euch den Mongol. Ich kann Schumargur ausbauen. Wer uns trotzt, wird bestraft. Ach du Scheiße. Wie soll man da reinkommen? Wie soll man denn da reinkommen? Was wollt ihr? Wir reden da von dreien. Einer durchsucht was. Ich war allein. Huiuiuiui. Also wenn das so eng ist, dann wird's ganz schön hektisch. Bald seid ihr frei. Seid ihr das Oberhaupt? Ja. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Sie brachten Izumi, unseren Schmied, in eines der anderen Häuser. Bitte rettet ihn. Na klar. Darum sind wir ja hier, ne? Kümmern wir uns drum. So.
kommen wir nicht durch. Sie wollen mich umbringen, Fürst Sakai. Gut, dass ihr gekommen seid. So, wo könnten wir jetzt hin? Hört. Das ist cool, dass er wenigstens ansagt, wie wir hier uns mit den Sachen, die wir jetzt bekommen haben, immer aufwerten können. Da ist ein Boss. Wir könnten zumindest uns durchstehlen und den Big Boss machen. Ach, neues Fischernetz. Genau das. Vergesse mal, dass ich diesen Angriff habe. Du, er ist geflohen. Das ist gut. So, die Tore müssen wir dann noch öffnen. So, da war noch einer, ne? Huchala. Nicht weinen. Mein Pferd wird faul. Ich trete es. Du wirst faul? Ich trete dich. Du, arbeiten. Sonst ich trete nochmal. Warte mal, bis sie wieder zu ihrer Route zurückkehren. Habe ich noch einen Schuss? Ja, einen Schuss habe ich noch. Shit. Das ist nicht gut. Alright.
Nein, nicht sterben. Nein. Nein. Mist. Wo sind wir? Oh nee, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst. Was hab ich denn... Okay. Wo auch immer er mich gerade hingeschmissen hat. Ach komm, ey. Mann. Also die Kämpfer haben es in sich, ja. Wobei ich öffne jetzt erstmal das Tor. Halt, Loot. Die Kämpfe sind nicht trivial. Da drüben müssen wir noch hin. Das haben wir nicht geschafft. Hoch. Aber es sind nur noch die übrig, die überlebt haben, hä? Okay, es ist nur noch er. Den übernehmen wir uns gleich. Chiharu! Okay. Puh, damit ist er auch weg. Sehr gut. Was haben die hier eigentlich gehabt? Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee, kein Loot oder so. Das fehlt mir noch ein bisschen, dass man... das, was man mitnehmen kann, noch irgendwie ein bisschen mehr hervorhebt oder so. Aus dem Schatten. Damit die auch gar nicht so viel sehen können. So, wo müssen wir denn hin eigentlich? Da ist das Tor, was wir aufmachen müssen. Okay. Spätestens hier hätte er uns gesehen. Upsala. Braucht bald einen neuen Stuhl. So, was haben wir denn noch offen? Wir haben jetzt noch offen einmal das Tor. Das sollten wir jetzt auch machen erstmal. Können wir... So. Da sollten wir jetzt auch hin. Da sollten wir vorher auch hin. Das heißt, Tor aufmachen und dann
den letzten Dorfältesten oder den Schmied oder was auch immer da übrig geblieben ist. Warte mal, hier können wir was mitnehmen. Oh, hier ist so ein kleiner Tempel. Ich laufe richtig, okay, gut. Da liegt noch was. Da, das Turm, das soll ich aufmachen. Da, wo wir reingekommen sind. So, und jetzt auf zum Schmied, Dorfältesten. Ach, die... Ups, hatte ich die nicht schon? Den hat er, glaube ich, nicht gespeichert, ne? Zeig, wie man japanischen Stahl macht. Oder verlier Kopf an mongolisches Schwert. Was redet ihr da? Ich bin nicht wieder hochgegangen, mit ihm zu reden, als ich die ausgeschaltet habe, oder? Das wird es wahrscheinlich sein. Der ist, wäre von alleine weggerannt, sonst wären wir jetzt schon durch gewesen. So, sauber. Jetzt muss ich mir wieder hoch. Und das habe ich nämlich vergessen. Ich bin nicht wieder hochgegangen. Oh, naja. Mein Herr, bitte, holt mich hier raus. Na klar. Alles wird wieder gut. Ihr seid jetzt sicher. Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Okay. Suche den Mongolenanführer des Wo. Okay. Ich dachte, den hätte ich schon. Mongolenanführer ist, glaube ich, ein Schildträger, ne? Das ist ein Duell. Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Ping. Ja.
Oh, ich habe kein Gimmick, okay. Knapp ist kein Ausdruck. Boah, war das knapp. Ey. Aber wieder einen Ort befreit. Schnellreisepunkt, würde ich mal sagen. Oh, und die Babys werden auch gleich geboren. Sie war gleich hinter mir. Dann. Definitiv. Offene Rechnung. Eieieiei. Was? Ey, ich hab mich so angestrengt und dann das. Bam, Talisman der Lebenskraft. Okay, lassen wir es mal liegen. Ein neues Geschenk ist verfügbar vom Legendenerzähler. Ach ja, so muss das sein. So muss das sein.